jedes Mal ein Knall. Diejenigen, die nicht mehr laufen konnten, wurden abgeschossen. Und das konnten wir nicht überher. Und wir wussten, vielleicht sind wir die Nächsten. Da lag einer drauf und der hat immer geflüstert, ziemlich laut nur, Wasser, Wasser. Und da kam dann ein Bewacher, ist dahin gelaufen und hat ihn mit den Schuhen, mit dem Querkolben bearbeitet. Also marschiert nicht, der hängt, ihm zu schwer gegangen. Und da sind auch manche umgefallen. Und dann haben sie die anderen Helfer haben sie immer wieder hochgezogen. Und so habe ich die sehr nervös marschiert. Alle, die geschleift ausgegangen sind. Alle. Die kann er hin. Die nicht mehr Schweizer kommen, mit Vieh. Und dann hat es geregnet, was er ein Kind hat. Und die haben Hunger gehabt. Die haben doch nichts gehabt. Das waren ja ganz junge Kerl, waren das. Und ich weiß nicht so gut, dass einer zu uns nachgekommen und hat gesagt: Brot, 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 Herr Deppler, sind wir da. Der Rot ist mir runtergegangen. Das sehe ich heute noch. Wir haben wenig Kleidung gehabt und das war schwer, sich zu schützen vor Kälte. Allein schon die Fahrt mit dem Kühlerwagen war ja fürchterlich. Deshalb sind ja so viele Menschen kaputt gegangen, gestorben. Ja. Und bis heute weiß ich nicht, wie ich durchgehalten habe. Keine Ahnung. Wir haben ja auch manchmal den Rasen gegessen, dass überhaupt irgendwas im Mund reinkommt. Wir sind raus vom Lager mit zwei Decken. Mit der Zeit sind sie so schwer geworden vom Regen und Schnee, dass wir hatten keine Kraft, das zu tragen mehr. Nur musste man aufpassen, wenn man die Decke wegschmeißen wollte, dass der Wachmann es nicht sieht. Weil wenn er sieht, dass wir wegschmeißen die Decke, knallt er uns ab. Also es war ja furchtbar. Ja. Ich konnte es gar nicht einordnen, was da vor sich geht. Ich war halt frustriert und war froh, wie ich dann daheim war. Da ist der Leiterwagen bei uns vorbei, da ist ein Hartnusskant, da ist ein Fußnusskant. Und da sind die dann reingekommen, in einen Stuhlbruch. Wir sind bloß verscharrt worden. Mehr nicht. Das war schlimm. Ich habe 20 Jahre kein Wort gesprochen. Was für Menschen waren das? Waren die so dumm? Oder so ihre Seele verkauft an den Nazis? Das bis zum letzten Moment haben sie Menschen umgebracht.